für einen Schlüsselanhänger aus Elfenbein, wo einfach mal wieder ein Tier dran glauben musste. Nur damit er einen geilen Schlüsselanhänger hat. Du bist ein richtiger W***. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, heute ist wieder Zeit für Reaction, aber vorher zuerst folgt mir auf Instagram, MaxObig, hier unten verlinkt, liebe Freunde. Mir ist ein Video vorgeschlagen worden vom lieben Lion. Wir haben ja schon auf einige Videos von ihm reagiert, heute ein weiteres Mal. Wie viel ist dein Outfit wert? 215.000 Euro Outfit vom Milliarden-Mike. Allein der Name ist schon sehr, sehr vielversprechend, Milliarden, also ich nehme mal an, der Hund hat Kohle. Im Hintergrund sieht man schon seinen Mercedes, also... Mal schauen, was der Typ hier so anhat. Wir wollen gar nicht mehr länger herumquatschen, gucken wir direkt in das Video drin. Was geht ab, ich bin's hier und willkommen zu einem neuen Video. Heute drehen wir wieder, wie viel ist dein Outfit wert? Und ja Leute, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, habt jetzt nochmal die Möglichkeit, mich kostenlos zu abonnieren. Damn, 180.000 Abonnenten hat der Boy schon, nicht schlecht. Abonnieren und vergesst nicht die... Freunde, bei mir wird's auch Zeit, ja, die 150.000, wir sind knapp davor. Aktiviert die Glocke. Dann werden die Abonnenten auch nicht mehr. Ich hoffe zu aktivieren, dann genau, dann werde ich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online ist. Okay, okay. Ein Special Guest, und zwar haben wir Milliarden-Mike hier. Wie geht's dir, Mike? Gut, gut, sehr gut, ja. Naja, mir würde es auch gut gehen, wenn ich Milliarden am Konto hätte, aber ich bin ja leider nur Maximilian. Der Leute! Und ich würde sagen, wir fangen mal bei den Schuhen an. Was sind das für Schuhe? Okay, man sieht hier schon, die Schuhe sind abgestimmt auf seine Lederjacke. Ich glaube aber nicht, dass... das irgendwie zusammengehört. Dann die Schuhe, Sonderanfertigung, die kosten 4.000. 4.000 für wirklich hässliche Stiefel, meiner Meinung nach. Punkt Nummer 1, wie gesagt, Schlangenleder, Kotz. Und Punkt Nummer 2, Stiefel allgemein nicht so mein Fall. Und das sind einfach stinknormale Stiefel. Nur halt das Leder, aber okay. Okay, und wo warst du die her? London. London anfertigen lassen. Ja. Musstest du halt extra hinfahren, oder? Da fliege ich mal rüber, wenn ich was brauche, und das ist mal anfertigen. Okay. 4.000 Euro. Und sind die denn wenigstens bequem, Jan? Die sind sehr bequem. Sehr bequem, ja, okay. Muss man aber auch eintragen, sowas. Also, pff, am Anfang kriegst du schon Blasen. Die Cowboys haben ja früher in ihre Stiefel gepisst, damit die sich besonders gut eintragen. So mache ich das bei meinen Yeezy eigentlich auch immer. Was haben wir noch? Hose? Das ist auch ein, also ein, ja, normale Jeans, würde ich nicht sagen. Ich kostet 200. 200 Euro. Ja. Ich sehe das eine Replay-Hose, ja, heute. Ja, wirklich. Trägst, ja, du meistens Replay, oder? Meistens, ja. Hast du eigentlich früher, wo das so ein Hype war, auch True Religion getragen? Nee, habe ich nie getragen. Die mit den dicken Nähten, nee. Weißen Nähten, weißt du? Gar nicht? Das sieht so schwuchtel... Die Fa... Ja, was? Mäßig, also kein Bock. Das sieht so schwuchtelmäßig aus, kein Bock drauf, ja. Ich finde die Hosen auch nicht geil, gefällt mir persönlich gar nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an Roberto Gaisini und Ed Hardy, nicht mein Fall. Ah ja, okay. Also ich habe nichts gegen Schwule, aber... Ja, das musste er natürlich jetzt nochmal klarstellen. Nee. Okay, was haben wir noch? Gürtel? Schlange. Schlangenledergürtel, Leute. Also ich bin mir sicher, dass er den Gürtel das letzte Mal gesehen hat, als er ihn ausgezogen hat. Weil ich glaube, das geht sich mit seinem kleinen Wohlstandsbäuchchen nicht mehr ganz so gut aus. Bei meinem übrigens auch nicht. 498. 498. 498 Euro für den Gürtel. Für einen Gürtel. Okay, also 500 Euro knapp, Leute. Auch Schlangenleder. Schlangenleder. Ist das alles Python? Alles Python, ja. T-Shirt. Finde ich kacke. Finde ich einfach nur beschissen. T-Shirt ist Giorgio. Giorgio Armani. Ist 140 oder was? 140. Ah, 140 ist jetzt nicht. Das ist ein Giorgio. Ja. Oh, ganz easy, ne? Jacke. Jacke, die ist was Besonderes. Auch eine Anfertigung von Silly. Die kostet 30.000. Euro. 30! 30! Da kriegt mein Auto drum! Für eine Schlangenlederjacke. Wie viele Schlangen mussten da sterben? 3! Und Zilli. Zilli. Man kann das nachgoogeln. Man kann ja viel erzählen. Viele spinnen ja auch und übertreiben ein bisschen. Ja. Aber bei mir kann man immer alles nachgoogeln. Es ist doch sehr, sehr billig. Mein Mantel davon, der kostet knapp 60. Ich
60.000 Euro. Und die Jacke jetzt? Die kostet 30.000. Komplett Schlangenleder, 30.000 Euro. Ja, man zahlt natürlich den Namen mit, ne? Klar. Zilli, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Marke Zilli habe ich noch nicht gehört. Ja, aber da zahlt man den Namen mit. Für die Marke Zilli, die noch niemand gehört hat. Wir googeln das jetzt. Zilli. Zilli Official International Website. Jetzt bin ich da sehr gespannt. Wir haben gleich einmal die Spring Summer Collection 2019. Hier sieht man gleich auf den ersten Blick nur Schlangenleder. Also nur Leder von exotischen Tiersorten. Hier, okay, New Horizons. Schauen wir mal, ob wir diese Jacke finden. Hier sind wir schon richtig. Polos und T-Shirts. Coats and Blousons, habe ich auch noch nicht gehört. Und hier haben wir die Jacken, okay. Das ist natürlich alles Echtleder. Finde ich persönlich einfach scheiße, ist nicht notwendig, hier Echtleder zu verwenden. Aber okay, die rote Jacke, man kann sagen, was man möchte. 7.500 Euro. Und der kostet einen Schreck, mit ein bisschen Leder, 8.000, 7.000 schon. Wahnsinn. Also das ist noch sehr billig. Ja. Und die hast du woher? Ja, in London. Auch aus London? Ja. Da bei den Schulen in der Nähe? Nee, da. Darf ich den nochmal von innen sehen? Ja, ich habe da gesehen, so ein bisschen Gold. Auch MM. Ah, okay, die eigenen Initialen hineinsticken lassen. Milliarden Mike. Hier, das ist Milliarden Mike. Alles ist von Milliarden. Auch die Schuhe. Keine Ahnung, warum rege ich mich so über Leder auf? Ich finde einfach, wenn man eine gewisse finanzielle Situation erreicht hat, mit der man logischerweise auch Einfluss auf unsere Gesellschaft hat, dann sollte man in gewissen Dingen mit einem guten Beispiel vorangehen. Ich will jetzt da nicht auf Weltverbesserer machen, aber trotzdem, man hat eine gewisse Verantwortung, gerade was Dinge angeht, wie den eigenen Fußabdruck, den man hier in unserer Ökonomie hinterlässt. Ja, jetzt schwafel ich ohne Ende, aber ich finde, den sollte man dezimieren und man sollte Microsoft PowerPoint einfach schließen, während man ein Video dreht. Nicht nur erzählen, muss auch drauf sein. Aber auf den Schuhen. Aber ich glaube, das MM steht für Maximilian. Ja, okay, spannend. Was haben wir noch? Die Uhr. Ich will die Uhr sehen. Was haben wir noch? Schlüsselanhänger. Ja. Okay, kleine Schätzung. Jetzt in die Kommentare, was schätzt ihr, wie viel kostet allein der Schlüsselanhänger? Ich sage jetzt 400 Euro. Das ist Elfenbein. Du bist ein Pisser. Elfenbein mit, das ist Gold und 1 Karat Brillanten drauf. 1 Karat Brillant, das muss ja Vermögen wert sein. Nee, 10.000 kostet. 10.000 Euro, oh mein Gott, für einen Schlüsselanhänger aus Elfenbein, wo einfach mal wieder ein Tier dran glauben musste. Nur damit er einen geilen Schlüsselanhänger hat. Du bist ein richtiger Und es können jetzt viele sagen, ja cool, hinter dem Bildschirm kann man das leicht behaupten. Ich würde ihm das auch persönlich sagen, wie scheiße ich das finde, dass man hier solche Dinge unterstützt. Richtig scheiße. 10.000. Für einen Drecks-Schlüsselanhänger. Halt da mal die Fresse! Drecks-Microsoft. Also dieses große... Wo lässt man sowas denn anfertigen? Ein Juwelier. Ach, ein Juwelier, okay. Und da fertig dir natürlich alles um. Alles, was ich will. Ja. Ich hab gesehen. Okay, ich gebe mir jetzt noch die Uhr und dann lasse ich den Scheiß. Die Uhr haben wir. Ah ja, die Uhr. Ah, jetzt ist los. Die Uhr ist Platin, die kostet 170.000, ist voll besetzt mit Wahnsinn, okay. Wow, ist das eine AP? Ja, ringsrum mit Brillanten. Oh, okay. Auch hier. Wahnsinn, komplett iced out. Die Uhr, kann man sagen, was man möchte, aber die Uhr ist richtig nice. Das ist eine Audemars Piguet. Eine richtig nice Uhr, Freunde. Wenn ihr euch Uhren kauft, dann... Wo ist meine Rolex? Rolli? Rolli! Rolli! Scheiße, wo ist die? Ich bin gestern nach Hause. Nicht sympathisch. Fuck. Na. Ich glaube, ich habe die wohl liegen lassen. Scheiße. Ah. Fuck. Okay, liebe Freunde, das ist genug Schock für heute. Was ich sagen wollte, wenn ihr euch Uhren kauft, dann AP oder Rolex, das sind wertbeständige Uhren, die steigen im Wert und fallen nicht, also die zahlen sich auf alle Fälle aus. Liebe Freunde, ich bin komplett durch den Wind, ich hoffe, ich kann meine Uhr noch retten irgendwo. Wenn euch das Video gefallen hat, liebe Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr lachen musstet, dann schreibt mir noch...
dann schreibt mir das natürlich auch in die Kommentare. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir, liebe Freunde. Schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. MaxOBMe heiße ich da. Lasst mir ein Abo da. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir. Euer Maximilian. Sie war in meiner Tasche.